willkommen zurück zu Breath Edge. Und ich war wieder mal geistesgegenwärtig und habe die Aufnahme nicht gestartet. Das heißt, die letzten 10 Minuten kennt ihr nicht. Es ist zum Glück aber nicht viel passiert. Ja, wir waren immer noch in der Hitzezone, wo wir mit der großen Kanone geschossen haben. Und da habe ich schnell beschlossen, mein Inventar ist voll und ich muss nach Hause. Und bin nach Hause. Ich habe, wie man an den Händen schon sieht, den Militäranzug schnell gebastelt, weil das hatte ich zufällig alles da. Und habe mir natürlich auch hier so einen Hauptschlüssel wieder gebaut und habe hier den großen Raum wieder dran gebaut. Und dann habe ich angefangen, mein Inventar in den Kisten ein bisschen zu überarbeiten. Ach ja, da drüben ist es, genau. Man sieht es ja sehr eindeutig. Da kamen wir her. Ist ja nicht weit. Das ist auch genau das, was passiert ist in den letzten 10 Minuten. Mehr tatsächlich nicht. Jetzt war ich halt gerade bei der wunderbaren Feststellung, dass um diese Transportplattform zu bauen, ja, Raumausfahrtstore für Kleinfahrzeuge. Sie öffnen sich automatisch, schließen sich automatisch und werden ebenfalls automatisch außer Betrieb genommen. Das Ding wollte ich bauen. Aber mir fehlt ein Aluminium, denn ich habe nur noch eins. Das ist natürlich fantastisch. Jetzt hatte ich natürlich noch eine Kiste und habe hier angefangen, an der Kiste ein bisschen Gegenstände hin und her zu switchen, bis das Ding voll ist. Ja, hier haben wir noch Plastik. Das ist leider Blei. Ja, ein bisschen Harz. Hier haben wir noch zwei davon. Und dann habe ich auch hier die Nicht-Dingsbumse. So. Ja, also ihr habt im Endeffekt nichts verpasst. Nichts Weltbewegendes. So. Das Ding ist auch schon wieder fast voll. Das ist natürlich begeisterungswürdig. Passt denn hier irgendwas rein? Hier würden noch 5 reinpassen. Passt denn hier jetzt irgendwas rein? Hier würden auch noch ein paar reinpassen. Damit ich das auch immer voll halte, damit ich nicht zu viel Mixed-Kisten habe. So, die würde ich, glaube ich, hier mit reinpacken. So, und dann haben wir jetzt die Mixkisten, wo im Grunde genommen alles reinkommt. Da passt jetzt genau das eine nicht mit rein. Hier war doch noch, in irgendeiner Kiste war doch, nee, hier nicht. Dann war das in der Mixkiste. Da kann ich erstmal auf jeden Fall das hier reintun. Sonst war ja nichts, ne? Alkohol. Das ist toll. Ah ja, das haben wir ja auch noch. Ja, die geschmolzene Kanone. Kanone müssen wir auch noch eine neue bauen. Ich brauche auf jeden Fall Aluminium. Das wird auf jeden Fall wichtig sein. Nee, hier war das doch. Genau. Hier war Honig drin, der da nicht reingehört. Er gehört in der Essenskiste. Beziehungsweise, das ist das Fertigessen? Das ist das Fertigessen? Genau, hier. Oh. Ah, deswegen haben wir den Honig da drüben. Wie sieht denn das hier aus? Da wäre noch ein bisschen Platz. Da kann ich eigentlich, ich brauche 2 Plätze. Dann machen wir so und dann brate ich das Fleisch einfach mal. Braucht sich dafür noch irgendwas? Nö. Dann können die 2 netten Steaks in die andere Kiste, wo noch genug Platz ist, und dann ist alles schick. Schön.
So. Essen. Ach ja, wir haben ja eine ganze Menge Essen. Mach mal so. Da werde ich noch was von essen. Trinken sieht eigentlich ganz gut aus. Moment. Da machen wir erstmal hier, hier. Essen. Ne, wir machen mal das. So. Und dann kann das und das weg. Dann machen wir hier mal. Ah, und schon ist der Behälter voll. Okay, das ist aber in Ordnung. Da habe ich jetzt weniger ein Problem mit. So. Alkohol. Alkohol dürfte hier drin gewesen sein. Die Anzüge brauche ich alle. Das brauche ich auch alles. Hier. Weg damit. Okay. Das, das, das. Das war voll. Ich glaube, hier habe ich dann weitergemacht, ne? Nee. Achso, natürlich der dahinter. Ja. Da kann erstmal das alles rein. Obwohl mir da einfällt, wir haben ja... Da. An Platz binden. Denn der ist... Der ist wichtig. Den stellen wir hier hin. So. Da kann Chuck Norris immer zugucken. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass es so eine große ist. So ein großer Pappaufsteller. Das wäre ganz cool gewesen. Aber naja, wir sind ja da flexibel. Theoretisch bräuchte ich auch noch Energie. Strom. Strom ist relativ knapp. Da brauche ich aber auch Alu für. Okay, Platz hätte ich jetzt wieder. Den Bohrer. Und... Puh. Ja, komm, dann packen wir den Hauptschlüssel dahin, oder? Der Rest ist so relativ. Und dann würde ich tatsächlich ein Stück zurück, um zu gucken, wo wäre das denn? Oh, wow, das ist auch weit weg. Nee, das ist auch so nicht richtig eingestellt. Einen kleinen Moment. Wir machen mal aus den Dingern grüne Dinger. So. Und hier machen wir mal ein rotes Ding. Gut. Haben wir. Gib die Mayo in den Kern. Das irritiert mich noch ein bisschen. Okay, wir können hier nochmal auffüllen. Ich dürfte ja nochmal Sprit haben. Das reicht auch erstmal. So, und dann würde ich hier hin losdüsen und irgendwo... Da ist die Sauerstoffstation. Irgendwo kommen wir da rein und da flogen ja auch diese kleinen Biester rum. Und in der Nähe gab es eigentlich das Aluminium. Und das wäre so mein Wunschziel. Ich muss nur den Eingang finden. Aber zur Not da vorne halt. Nun. Mir Aluminium solche Probleme macht, hätte ich auch nicht gedacht. Das Eis. Was soll ich mit Eis? So, hier sind wir.
Ja, da gehe ich direkt nochmal atmen. Weil es sich anbietet. So. Ach, jetzt habe ich natürlich keine Kanone mehr. Da wird es natürlich auch nichts mit, die kleinen Monster da abzuschießen für Elektronikparts. Ja. Aber ich brauche Alu. Ich brauche definitiv Alu. Ah, komm her. Das ist Eis. Hier ist wieder Müll entstanden. Das ist eigentlich ganz gut. Das scheinen auch die Roboter zu machen. Okay. Oh. Zweimal Elektronik da drin. Vielleicht muss ich euch doch nicht töten. Ihr packt mir eure Elektronikparts einfach da rein und dann ist gut. Dann sind wir alle glücklich. Also besonders ich bin dann glücklich. Was haben wir hier? Das ist Alkali, oder? Ja. Was haben wir hier? Oh. Oh, 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 oh. Das ist gut. So, direkt den nächsten Bohrer ausrüsten. Ja, mal an der anderen Seite, an der Felswand noch irgendwas. Sieht jetzt nicht so sehr danach aus. Sieht jetzt so überhaupt nicht so danach aus. Was ist das hier unten? Eis und nochmal Eis. Schon sehr zu wünschen übrig, das Aluminium. Ich hätte gern ein wenig mehr. Nur ein klitzeklein wenig. Ah, wir gehen noch mal ein bisschen zwischenatmen. So, wo ist die Station? Da. Nice. Ich muss auch, glaube ich, ein paar Medikits herstellen, da ich kein Bett habe, um mich zu heilen. So. Weiter geht die wilde Fahrt. Mal hier ein bisschen rum. Hoffnung, dass ich hier was entdecke. Sieht echt ein bisschen komisch aus von der Textur her. Ich gehe mal davon aus, dass es so eine Art Schatten und sowas ist, aber schon kurios. Hier gibt es halt auch gar nichts. Hier nicht einfach irgendwo was abkratzen. Hier gibt es doch wohl mehr als genug. Die werden ja hier wohl ein bisschen Alu verbaut haben.
Seiten habe ich natürlich noch nie geguckt. Ob es hier was gibt oder was es hier gibt. Aber hier komme ich auch nur quasi raus, ne? Zweifle hart, dass es hier Materialien gibt. Gibt so absolut nichts. Aber ein bisschen Alu habe ich. Also wir könnten jetzt erstmal vorankommen. Theoretisch. Dann würde ich jetzt eiskalt zurückfliegen. Dann schauen wir mal. Denn wir bleiben immer noch unserem Ziel treu, dass ich dieses Fahrzeug bauen will. Unbedingt. Und wir haben jetzt schon gut Dinge gefarmt. Ich gehe bloß von aus, dass ich vielleicht hier dieses Transportdock bauen muss. Weil ich das Fahrzeug nicht einfach so bauen kann. Ich kann ja auch den Staubsauger hier, auf dem ich sitze, nicht einfach so bauen. Geht ja auch nicht. So. Da sind wir wieder. Rein da in die gute Stube. So. Dann würde ich erstmal wieder den guten Abroller. Und was brauche ich denn dafür noch? Okay. Shuttle-Luftschleuse. Okay. Transportplattform. Die würde nämlich auch noch passen, weil die keinen Strom braucht. Das Alu habe ich. Ich brauche einen Induktor und einen Kompensator. Es könnte sein, dass ich eins von den Dingern noch habe. Induktor und Kompensator. Induktor. Dann brauche ich nur noch einen Kompensator. Was brauche ich denn für den Kompensator? Zeig doch mal her. Kompensator. Alkali, veredeltes Metall und Titan. Alkali... veredeltes Metall und Titan. Zweimal veredeltes Metall. Das müsste ich ja irgendwo drin haben. Da. Okay. Kompensator. Gut. Jetzt dürfte ich theoretisch das gute Stück bauen können. Machen wir natürlich hier drüben. In unserer neu erstellten Hütte. So richtig sehe ich es nicht. Ist das so richtig? Okay. Ja, das ist richtig. Fahrzeug herstellen. Oh, sehr gut. Ah. Okay, ich brauche zwei Generatoren. Ich brauche die Energiekerne zwei Stück. Da muss ich, glaube ich, noch einen holen. Kompensator 2 und Lykoplasma 2. Okay. Kompensator und Generator. Kompensator und Generator. Kompensator und Generator. Kompensator und Generator. Davon habe ich nichts. Na gut. Kompensator und Generator. Ich gucke lieber nochmal zur Sicherheit. Nicht, dass ich die wieder doppelt und dreifach baue. Kompensator und Generator. Nein.
Was brauche ich dafür? Fangen wir mit dem Kompensator an. 2 Alkali, 4 Metall, 2 Titan. Ich brauche alles zweimal. 2 Alkali. Zwei Titan und 4 veredeltes Metall. Habe ich 3. Dann brauche ich noch 1, 2, 3, 4. Um noch eins herzustellen. Genau. Und dann kann ich die beiden schon mal herstellen. Dann ist Kompensator schon mal erledigt. Gut. Generator. Wieder 2 Alkali. 2 Alkali. Nee, da nicht. Dann ist auch mein Alkali alle. Was noch? Elektronik habe ich einstecken. 4 Metall und 2 Kabel. 4 Metall und 2 Kabel. 1, 2, 3, 4. Und 2 Käbelchen. Sehr gut. Dann kann ich auch die zweimal herstellen. Das läuft. Schön. So. Hatte ich den hier drin? Davon brauche ich 2, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und den Breath Edge Energiekern, wovon wir noch einen zweiten brauchen. So, sonst noch was? Nee, nur noch einen Breath Edge Energiekern. Dann haben wir alles. Inventar sieht gut aus. Warte, ich muss den Elektrikeranzug anziehen. Oh. Was habe ich denn damit jetzt? Oh, fallen lassen. Das war nicht der Plan. Ich wollte ihn anziehen. 75, 75. Strahlenschutz 40. Okay, der hat weniger Strahlenschutz. War frech. Okay, Elektriker-Ding ist an. Haben wir noch ein EMP? EMP ist am Start. Gut. Die muss aber wieder sitzen. Und dann holen wir uns jetzt einfach noch so einen Energiekern. So, das müsste ja alles da drüben sein. Das schaffen wir alles noch in der Folge. Kurz hin. Energiekern krallen. Und wieder zurück. Gar nicht erst großartig farmen oder so. Wir wollen echt nur den Kern und dann das Auto bauen. Das jetzt so die Mission. Only one mission. The Energy Core. Ist da noch einer oder blitzt es da nur? Da ist noch ein Kern. Okay, wir steigen ab. Wir nähern uns entspannt diesem wunderbaren Kern. So. Zielen direkt drauf. Machen den hier. Temporarily deactivated. Und einkassiert. Jawohl. Drauf da. Wie ist das? Tongerät. Komm. Ich weiß, was ich gesagt habe.
Ah, das nehmen wir einfach mal mit. Ja, okay, war jetzt nicht so lohnenswert. Und dann ab zur Base. Und dann bauen wir das Fahrzeug. Dann haben wir endlich das Fahrzeug. Da freue ich mich schon drauf. Und so eine mobile Sauerstoffstation. Das ist was, was ich brauche. Ich weiß gar nicht, hat das Ding dann auch ein eigenes Inventar? Das wäre natürlich auch noch cool. Also quasi ein Kofferraum. So. Den kann ich wieder wegstecken. Hier auf. Hier auf. Und jetzt zeig mal her. Bauen. Fliege aus dem Modul. Ich habe ein Auto. Okay, wenn das Ding einen Kofferraum hat, dann ein sehr klein. Aber es sieht nicht so aus. Ich kriege ja keine Anzeige für den Kofferraum schauen oder sowas. Wie geil. Okay, Sicht ist leicht eingeschränkt. Das ist so ein kleiner Nachteil. Aber ansonsten... bin ich sehr begeistert. Und wir haben halt... nee, wir haben nicht dauerhaft Sauerstoff. Sauerstoff geht trotzdem runter. Das ist jetzt ein bisschen... aber das Ding ist doch geschlossen. Komplett... naja, ja, es ist geschlossen. Es braucht so viele Materialien. Kann ich hier eigentlich auch wieder rein? Das ist nur zum Bauen, ne, die Luke. Die Luke ist echt nur zum Bauen. Ich kann da nicht wieder andocken. Das ist ja gemein. Kann ich... Licht hat's auch. Okay, füllen, setzen. Ja, ist klar. Okay, ich mag es. Ich muss nur einmal ein- und aussteigen. Okay, der hat das beim Erstverwenden nicht registriert. Ich kann atmen. Oh, ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Oh, das wäre so schlimm geworden. Und der hat ja offensichtlich so einen Arm, Greifarm. Das heißt, ich kann wahrscheinlich vom Auto aus auch weiter Loot sammeln. Geile Geschichte. Gefällt mir sehr gut. Fahrzeug. Mach mal wieder lila. Sehr schön. Ja, dann würde ich mal sagen, wir beenden das hier an diesem Punkt. Und dann danke ich vielmals fürs Zuschauen und dabei sein. Oh, ich liebe es, ich liebe es. Und ja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge und dann fliegen wir los mit unserem, naja, vom Aufbau her so ein Mix aus Trabi und Wartburg. Was ich sehr befürworte irgendwie. Ja, dann nochmal vielen Dank. Bis dann und ciao, ciao. Station.